Vorsicht, da kommt TLF. Wir sind hier in Mülheim, Mosel, Industriegebiet. Wir wurden um 3.46 Uhr alarmiert mit dem Alarmstichwort Industriebrand. Bei Eintreffen der ersten Kräfte haben wir festgestellt, dass eine Firma, die Fenster fertigt, im Vollbrand war. Die ganze Produktionsstätte war also schon am Brennen beim Eintreffen der ersten Kräfte. Aufgrund der vorgefundenen Lage wurden sukzessive Feuerwehreinheiten nachalarmiert, eine zweite Drehleiter aus der Kreisstadt angefordert. Zurzeit haben wir hier 11 Feuerwehren im Einsatz, 150 Einsatzkräfte mit Kollegen vom Rettungs- und Sanitätsdienst, der Polizei, dem LBM, unseren eigenen Werken. Und der Brand ist unter Kontrolle, aber es werden noch stundenlange Nachlöscharbeiten erforderlich sein. Ja, die Besonderheiten sind tatsächlich hier bei so einem ausgedehnten Brand reicht die Wasserversorgung nicht aus und wir haben dann neben den Tanklöschfahrzeugen und dem öffentlichen Netz die Wasserversorgung von der Mosel aufgebaut. Hierzu wurde auch der Katastrophenschutzzug des Landkreises alarmiert. Zurzeit liegen 4 Schlauchstrecken, die uns externes Wasser dann zur Einsatzstelle bringen. Ja, vorsorglich habe ich das veranlasst, weil wir hier ja eine sehr starke Rauchentwicklung hatten. Vom Gefahrstoffzug war auch der MFG, also das Messfahrzeug da, wurden entsprechende Messungen mit Negativergebnis durchgeführt. Aber vorsorglich wurde dann auch die Warnung ausgesprochen, die ist aber zwischenzeitlich schon wieder zurückgenommen. Wir hatten jetzt gerade eine Einsatzbesprechung. Sieht also so aus, dass wir im Moment jetzt erstmal die Einsatzkräfte verpflegen. Anschließend beginnen schon die ersten Rückbauarbeiten für externe Feuerwehreinheiten. Aber der Einsatz wird sich geschätzt so bis in den frühen Abend hinziehen.